wieder in meinem Sitzsack. Ich habe mir zur Unterstützung zu dieser Rezension, denn es wird eine Rezension geben, zwei Freunde mitgebracht, nämlich Gin und Tonic. Die werden mich unterstützen, denn es ist bitter nötig, denn das Buch, das ich gleich vorstellen werde, das, Spoiler, fand ich nicht gut. Ich habe es auch nicht gelesen, ich habe es gehört. Christoph Maria Herbst hat es gelesen, das war einer der Pluspunkte für dieses Buch, aber es hat leider nicht gereicht. Der zweite Pluspunkt ist das Cover, das ist sehr hübsch. Der dritte Pluspunkt ist, es kommt ein Hund drin vor und die Szenen mit dem Hund gehören auch zu den besseren Szenen in dem Buch. Aber alle drei Punkte haben leider nicht ausgereicht, um mich vom Rest des Buchs zu überzeugen. Deswegen Prost, Rezension unter Alkoholeinfluss. Ich führe das jetzt ein, das scheint mir eine gute Idee zu sein. Zeige erstmal das Cover, da ich das ja nicht hier habe, weil ich es nur digital auf meinem iPod, iPhone habe. Muss das hier ausreichen, so mal richtig rum hier. Ich und die Menschen von Matt Haig habe ich gelesen. Es gab sehr viele gute Rezensionen zu diesem Buch. Die Prämisse fand ich auch sehr überzeugend. Insofern, weg damit. Habe ich mir eigentlich einiges versprochen. Ich habe mir zumindest versprochen, gut unterhalten zu werden. Wobei, ich wurde sogar ganz gut unterhalten, insofern, dass ich viel Spaß dabei hatte, auf Facebook und auf Twitter mich über dieses Buch aufzuregen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich es ausgelesen hatte, weil dann wollte ich wenigstens wissen, wovon ich rede, wenn ich mich die ganze Zeit so aufrege über dieses Buch. Ja. Ich und die Menschen von Matt Haig. Worum geht es? Es geht um einen Außerirdischen, der auf die Erde kommt, weil ein Professor, hier ist eine Fliege im Raum, das ist ja mal ganz ablenkend. Es geht um einen Außerirdischen, der auf die Erde kommt, weil ein Professor, ein Mathematikprofessor in Cambridge, glaube ich, namens Andrew Martin, den Beweis für die Riemannsche Vermutung erbracht hat. Das hat irgendwas mit Primzahlen zu tun. Das sind so Pseudo-Elemente in diesem Buch, dass da immer irgendwie über Mathematik geredet wird, ohne dass irgendwer über Mathematik wirklich redet. Und er hat den Beweis erbracht. Und das bedeutet, dass die Menschheit einen gewaltigen technologischen Sprung machen wird in der Zukunft. Und das wollen diese Außerirdischen vermeiden, weil sie der Meinung sind, dass die Menschen primitiv sind, sie sind gewaltbereit, sie sind simpel, sie sind diesem Fortschritt nicht gewachsen. Also muss jeder Beweis für diese Formel, für diesen Beweis, okay, ja, macht Sinn, irgendwie vernichtet werden, sei es irgendwelche E-Mails, die gelöscht werden, irgendwelche Briefe, Unterlagen oder Menschen, die dann halt umgebracht werden müssen, weil es geht nicht anders. So viel dazu, dass die Menschen gewaltbereit sind. Das sind sie, ohne Frage, aber die Außerirdischen sind sich da auch nicht zu schade für, wenn es denn halt mal sein muss. Und dieser Außerirdische kommt dann auf die Welt, wundert sich über alles, was hier passiert, macht sich dann halt, drängt sich in die Familie rein, lernt alles Mögliche über diese Familie und dann lernt er natürlich, dass auf der Erde das irgendwie Emotionen und Liebe und bla und Musik und Poesie und ja. Also man merkt schon, ich kann nicht ordentlich über dieses Buch reden, ohne dass ich gleich mich wieder aufregen muss. Das Ganze wird so ein bisschen angepreist als ein außergewöhnlicher Blick auf die Menschen aus Sicht von einem Außerirdischen und Tiefsinn und Poesie und Emotionalität und wichtige Sätze und was eigentlich dahinter steckt, sind irgendwie eine Sammlung von wirklich schlimmen Sätzen, von Yogi-Tee-Sprüchen und von echt billigen Plot-Devices. Wo jeder Lektor eigentlich hätte sagen müssen, um Gottes Willen, was tust du da? Das haben die Lektoren leider nicht gemacht und dementsprechend wurde es so verlegt, wie es verlegt wurde. Für mich sind das immer so Texte, die Autoren geschrieben haben, um sich selbst irgendwie zu helfen. Das ist ja auch vollkommen okay. Aber man muss das nicht unbedingt drucken. Ja. So, wo fange ich an? Es gibt drei Sachen, die mich gestört haben in diesem Buch.
Die eine habe ich schon, eigentlich habe ich schon zwei erwähnt. Das erste sind die wirklich schlimmen Sätze, die in diesem Buch drinstehen, von denen ich gleich auch ein paar vorlesen werde. Das zweite sind die echt billigen Plot-Devices, die wirklich, also man hätte es sich nicht schlimmer ausdenken können. Es ist alles plump, es ist alles Holzhammer, es ist so dermaßen vorhersehbar und durchschaubar und es, nee, also es ist nichts Originelles dabei. Es ist wirklich an diesem Buch nichts Originelles. Und das dritte ist, dass dieses Buch selber komplett inkonsistent ist. Also wenn der Autor dauernd von Logik und Rationalität faselt, die ja diesem Außerirdischen irgendwie so nah sind und was ja seine ganze Identität ausmacht, da ist also in dem Buch ist nichts logisch und rational. Es ist wirklich alles ganz, ganz schlimm. Das fängt damit an, dass dieser Außerirdische auf die Welt kommt. Er ist nackt. Es wird auch nicht richtig beschrieben, wie das Ganze passiert ist, ist aber auch egal. Es muss auch nicht unbedingt sein, als ich erwarte von so einem Buch, auch wenn es Science-Fiction-Elemente hat, nicht, dass es gleichsam in die Tiefe geht, wie Dinge funktionieren, wie man das halt im Zeitalter bei Science-Fiction-Büchern auch gewohnt ist. Das finde ich vollkommen okay. Nichtsdestotrotz kommt dieser Außerirdische auf die Welt, ist nackt. Es wird gesagt, dass diese Außerirdischen eine wahnsinnige intellektuelle Kapazität haben, dass sie Sprachen lernen können aufgrund Basis von nur ein paar hundert Sätzen, dass sie, ich weiß nicht, dann, und dann kommt er auf diese Welt, ist nackt und rafft seitenlang nicht, dass das vielleicht nicht normal ist und wundert sich nur, dass alle anderen nicht nackt sind. Also dieser Gedankenschritt, der ja wirklich erwartbar ist, wenn ich angeblich so wahnsinnig intelligent bin, dass wenn alle anderen nicht nackt sind, dass vielleicht nackt sein nicht normal ist, passiert nicht. Er wundert sich eigentlich die ganze Zeit nur, warum die Leute ihn so komisch anstarren. Also das passt alles vorne und hinten nicht zusammen. Dazu kommt, dass er friert, aber gleichzeitig Klamotten komisch findet. Also es ist halt, es ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Und das geht das ganze Buch so weiter, dass diese Figur des Außerirdischen benutzt wird als Vehikel, um an den geeigneten Stellen irgendwelche besonders lustigen Beobachtungen zu machen und an anderen Stellen rafft er alles. Also es ist vollkommen löchrig, diese Logik, und es passt nicht zusammen, es ist komplett inkonsistent. Das Wichtige beim Buch ist nicht, ob das irgendwie realistisch ist oder glaubwürdig, sondern dass es konsistent ist. Und sowohl Fantasy-Geschichten als auch Science-Fiction-Geschichte, als auch jede andere Belletristik erschafft Welten, und diese Welten sind dann okay, wenn sie in sich konsistent sind und wenn es nicht in Widersprüche darin bestehen oder auf einmal irgendwie man das Gefühl hat, dass Dinge auf einmal erfunden werden, nur weil sie gerade in den Plot passen. Und Matt Haigs Ich und die Menschen ist nicht konsistent. Das kann man jetzt mal so festhalten. Dann kommen so Dinge wie diese schlimmen Plot-Devices, die fand ich, also eine der schlimmsten Sachen ist er. Es kommt gleich ein kleiner Spoiler, wenn ihr also das Buch noch lesen wollt und nicht überrascht werden wollt, dann vielleicht, weiß ich nicht, die nächsten 2 Minuten vorspulen oder so. Es ist aber auch eigentlich jetzt nicht, das ist das, was ich eben sagte, nicht komplett überraschend, dass das passiert. Also er ist auf der Erde, er findet es alles schrecklich und doof und die Menschen sind komisch und so weiter, und dann findet er sich in diese Welt irgendwie rein und dann hört er Musik und dann liest er Gedichte und irgendwie, und dann findet er Emily Dickinson toll und Debussy und die Beach Boys, und das ist so, es ist sowohl in der Auswahl billig und es ist sowohl in dem Ganzen als Aufhänger dafür, dass er sich dann irgendwann entscheidet, er möchte doch lieber bei den Menschen bleiben. Es ist einfach ganz schrecklich billig, weil so, es ist auch unmotiviert, da kommen wir wieder zu der Inkonsistenz. Der ist ja gerade, ich weiß nicht wie lange, maximal ein paar Wochen, wenn nicht nur ein paar Tage auf der Erde, und entscheidet sich dann dafür, dass das ja hier alles besser ist. Und auch hier wieder, es geht nicht darum, was Außerirdische tun würden, wenn sie auf die Erde kommen, denn das wissen wir alle nicht, aber es ist einfach nicht in sich stimmig. Das ist nicht in sich stimmig, wenn wir das jetzt mal übertragen, dass jemand, der aus einer komplett fremden Kultur kommt, sich binnen Wochen
entscheidet, dass er doch lieber die andere Kultur annehmen will. Das halte ich weder für Menschen noch für Außerirdische in irgendeiner Weise nachvollziehbar. Und das sind halt alles irgendwie Holzhammer-Methoden, mit denen einem irgendwelche Lektionen in den Kopf gehauen werden sollen. Und da reagiere ich auch ganz schlecht drauf, wie man hier vielleicht merkt. Das Allerschlimmste war, als er dann ein Buch von seiner Frau bzw. von der Frau von dem Professor findet und dann auch noch so ein Auszug aus diesem Buch irgendwie vorgelesen wird, bzw. im Buch steht und daran im Prinzip diese Frau nur ihre Rolle als Hausfrau und Mutter reflektiert und dann nachher irgendwie dann auch noch darüber geredet wird, wie toll sie schreibt. Und das ist wirklich was, das funktioniert in keinem Buch oder in ganz wenigen Büchern. Da müssen die Autoren wirklich sehr, sehr gut sein, dass sie in einem Buch ein Buch schreiben, das dann sehr, sehr toll sein soll. Das funktioniert einfach in den meisten Fällen nicht. Und vor allem dann noch nicht mal so billig, dass wirklich in jeder Zeile von diesem Buch man merkt, dass es darum geht, wie sie sich unwohl fühlt. Und das ist auch wieder ganz schlimm. So. Dritter Punkt. Das Buch hat auch drei Teile, insofern passt das schon. Dann muss ich nochmal mein Handy rauskramen. Ich glaube, ich nehme einen Schluck, das geht sonst hier nicht weiter. Die schlimmen Sätze kommen jetzt. Also es gibt wirklich, es ist alles ganz billige Küchenphilosophie. Mein Lieblingssatz war, jetzt muss ich das hier wieder suchen. Ganz speziell, was man sonst noch über diese speziellen Primaten sagen konnte, sie waren hartnäckig und sie kannten Hoffnung. Oh ja, sie wussten, was Hoffnung war. Hoffnung war oft zwecklos und oft ohne jede Vernunft. Wäre sie vernünftig, hätte sie wahrscheinlich Vernunft geheißen. Das ist ein Satz, der, also diese ganze, ne, diese mehreren Sätze ergeben keinen Sinn meines Erachtens. Wäre sie vernünftig, hätte sie Vernunft geheißen, ja klar, deswegen haben wir das Wort Vernunft, damit wir etwas, was vernünftig ist, benennen können. Und deswegen heißt es Hoffnung, das ist schon alles klar, aber es ist halt wirklich albern. Die Möglichkeit von Schmerz ist der wunde Punkt, an dem Liebe entsteht. What? What the fuck? Und dann gibt es dann eben diese 97 Ratschläge, die der Außerirdische, nachdem er quasi sich schon als Mensch fühlt und dann Komplikationen und bla bla bla, er schreibt jedenfalls 97 Ratschläge an seinen Menschensohn und die stehen natürlich auch in diesem Buch, da muss man durch, man muss sich 97 von diesen Ratschlägen anhören und fühlt sich ein bisschen so, als würde man selber diese Ratschläge erhalten, was, glaube ich, auch der Sinn des Ganzen war. Und ich brauche diese 97 Ratschläge nicht. Danke, Matt Haig. Nein. Der erste Ratschlag ist, Scham ist eine Fessel, mach dich frei davon. Das referiert dann wieder so ein bisschen an diese ganze Nacktheitsgeschichte und bla bla bla. Zweifle nicht an deinen Fähigkeiten. Du hast die Fähigkeit zu lieben. Das ist genug. Das ist halt wirklich, das ist so Yogi-Tee-Spruchniveau. Und das ist, es kommt fünftens, lache, es steht dir gut. Das ist doch echt, das ist doch nicht gut. Oder da war wirklich wieder so das, wo ich dachte, das ergibt keinen Sinn. Es gibt nur ein Genre in der Literatur und das heißt Buch. Nein, es gibt verschiedene Genres in der Literatur und das ist auch gut so. Und Menschen brauchen Orientierung, muss ich jetzt nicht ausbreiten. Es gibt nicht nur ein Genre in der Literatur, das Buch heißt, sondern es gibt verschiedene. Und es ist einfach, es ergibt einfach alles überhaupt keinen Sinn. Also dieses Buch kann ich nicht empfehlen, es sei denn, man will mal wirklich schlimme Sätze lesen in einer echt vorhersehbaren, durchschaubaren und inkonsistenten Geschichte, dann ist das ein Buch für euch. Ansonsten habe ich danach Auerhaus von Boff Bjerg gelesen. Das empfehle ich an dieser Stelle mehrfach, denn das war ein gutes Buch. Das habe ich auch gehört als Hörbuch und auch das kann ich empfehlen. Matt Haigs, Ich und die Menschen, das war wirklich, wirklich schlimm. Und ich war froh, als ich nachher im Internet noch ein paar Rezensionen gefunden habe, die eine ähnliche Meinung zu dem Buch hatten, auch aus ähnlichen Gründen. Und ich dachte, oh Gott, es liegt nicht nur an mir. Es gibt andere Menschen, die das auch nicht gut fanden. Nichtsdestotrotz, ich habe es zu Ende gelesen. Ich lese halt meistens Bücher zu Ende. Es gibt ganz selten Bücher, die ich abbreche. Und es war auch nicht so lang. Und dementsprechend, ich habe es nachher auf 1,25er Geschwindigkeit gehört, um irgendwie durchzukommen.
positiv ist es zumindest irgendwie ganz flüssig geschrieben. Die Prämisse stimmt, die Szenen mit dem Hund sind nett und es gibt auch tatsächlich ein paar Szenen, wo genau dieses amüsanter Blick auf die Menschheit irgendwie funktioniert. Also das ist, wäre irgendwie eine nette Idee gewesen, es hätte jemand anders schreiben müssen oder der Lektor hätte irgendwie sagen müssen, nee, so geht das nicht. Und dementsprechend, ich hole mir nochmal was zu trinken. Lest das nicht. So, hört's auch nicht. Trotzdem, die nächsten Bücher, die ich lesen werde, werden sicherlich besser sein. Bei Bob Bjerg hat das ja schon hervorragend geklappt. Und ich freue mich dann auf die nächsten Bücher, denn da ich selten schlechte Bücher lese, rein statistisch müssen die nächsten jetzt eigentlich alle ganz gut sein. Das ist positiv an der ganzen Geschichte. Und ich gehe jetzt was anderes lesen und ihr könnt auch lesen gehen und wir sehen uns dann vermutlich beim nächsten Mal, denn es ist ja schon das zweite Video, also wird es wahrscheinlich ein drittes geben. Bis dann. Tschüss. Hallo? Und die Kamera sagt, die ist bald leer. Das war super. So, jetzt läuft die Scheiße erst. Ich, fangen wir nochmal an, oder? Ich möchte anmerken, dass ich einfach so jetzt hochgekommen bin, aber ich habe jetzt auch irgendwie anders in diesem Sitzsack gesessen. So, ne, nur als Information.